Man muss dazu sagen, die Grundsätze des Datenschutzrechts bleiben eigentlich gleich. Die Grundsätze lassen sich ja letztlich aus dem Datenschutzgesetz 2000 ableiten, welches an sich auf einer Datenschutzrichtlinie basiert. Also bereits hier haben wir eine europarechtliche Gleichschaltung gehabt durch die Grundverordnung, die ja direkt anwendbar ist und eigentlich nicht in ein nationales Recht transformiert werden muss, haben wir den Vorteil, dass wir eine noch höhere Gleichschaltung haben. Wie gesagt, die Daten Grundsätze, also Datenverarbeitung nur zu einem eindeutigen Zweck, nur aufgrund der Rechtmäßigkeit, möglichst wenig Daten zu verarbeiten, bleiben gleich. Was sich ändert, ist, dass das DVR, das Datenverarbeitungsregister, abgeschaltet wird, wo ich dann als Einzelunternehmen, als Einzelorganisation die Verpflichtung habe, ein Verarbeitungsverzeichnis nach Artikel 30 DSGVO zu führen, was im Prinzip dem Datenverarbeitungsregister jetzt entspricht. Nur wird sozusagen dieses öffentliche Register wird jetzt auf eine Einzeldokumentation umgelegt. Und was sich ebenfalls noch tut, ist, dass sie die betroffenen Rechte, nämlich insbesondere das Recht auf Beauskunftung und auch Löschung, erweitern werden. Welche Pflichten haben diese? Nun, allen voran einmal, ich brauche ein Verarbeitungsverzeichnis. Ein Verarbeitungsverzeichnis muss ich im Wesentlichen so anlegen, kann ich auch ruhig nach dem Vorbild des DVR machen, wo ich mir im Prinzip im Klaren sein muss und auch dokumentieren muss, von welchen betroffenen Personen, also beispielsweise Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Kursteilnehmer und so weiter und so fort, ich welche Datenarten, also beispielsweise Name, Adresse und so weiter, verspeichere. Das muss ich dort allgemein beschreiben. Also ich muss nicht jetzt den Namen hinschreiben, sondern ich muss da nur sagen, dass ich den Namen verspeichere. Weiters muss ich einen Zweck angeben. Also es muss mir klar sein, warum ich diese Daten verarbeite, wobei so gut als jeder Zweck argumentiert werden kann, außer wäre illegal. Und dann brauche ich weiters noch die Rechtmäßigkeit. Bei der Rechtmäßigkeit habe ich mehrere Möglichkeiten. Die sind in Artikel 6 Datenschutzgrundverordnung niedergelegt. Für uns als Organisationen gibt es im Prinzip drei, die relevant sind. Das erste ist, weil es im Gesetz steht. Das wäre zum Beispiel für einen Arbeitnehmer, muss sich jemand bei der Sozialversicherung anmelden. Dementsprechend brauche ich die Sozialversicherungsnummer. Auf Basis eines Vertrages, wenn ich zum Beispiel einen Lehrvertrag habe, muss ich von den Teilnehmern, wenn ich sie in meinem System erfassen möchte, zum Beispiel Moodle oder woanders, brauche ich einfach gewisse Daten, damit ich meine Dienste, meine vertraglichen Pflichten erbringen kann. Die dritte Möglichkeit wäre dann die Zustimmung. Da muss mir jemand ausdrücklich zustimmen. Das wäre in dem Fall noch Artikel 7 Datenschutzgrundverordnung. Das Problem ist, diese Zustimmung kann auch wieder entzogen werden, ist vor allem im Bereich Marketing, insbesondere Newsletter-Versand relevant, also wo ich das Ganze nicht über Gesetz bzw. Vertrag abdecken kann. Es gibt dann noch die Datenverarbeitung aus lebensnotwendigen Interessen. Es ist meines Erachtens eher für die Blaulichtorganisationen interessant. Und andererseits das berechtigte Interesse, das aber sehr stark im Einzelfall zu prüfen ist. Das ist das Erste. Weiters muss ich mir noch Gedanken machen, an wen gehen diese Daten. Also habe ich sogenannte Übermittlungsempfänger. Was ist eben die rechtliche Basis auch dieser Übermittlung? Das kann zum Beispiel bei der Sozialversicherung eben ein Gesetz sein. Und wie lange behalte ich mir diese Daten auf? Das ergibt sich meistens aus den Gesetzen, beziehungsweise insbesondere wenn diese Daten finanzrelevant sind, dann kann man es aus der Bundesabgabenordnung mit rund 7 bis 10 Jahren letztlich eine Datenhaltung argumentieren. Das ist einmal das Erste. Also ich muss sozusagen hier meine Datenhaltung beschreiben, weil ich sie dann im Notfall auch beauskunften können muss. Das ist das Zweite, was für wichtig ist eigentlich für eine Organisation. Ich muss mir überlegen, okay, wie beauskunfte ich jemand? Also wenn jemand kommt und sagt, welche Daten habt ihr über mich, eine Statusabfrage macht, was er nach Artikel 15 DSGVO darf, dann muss ich ihm das binnen 4 Wochen sagen können und da brauche ich einfach einen ordentlichen Plan. Also wenn ich hier ein ordentliches Verfahrensverzeichnis habe, tue ich mir einfach entsprechend leichter. Wichtig ist auch, dass ich mir eben sehr genau überlegen muss, welche Daten brauche ich wirklich. Also bloß Daten, die nur nice to have sind, sollte ich eigentlich nicht haben. Und auch das wurde in der letzten Zeit anders erlebt. Ich sollte Daten löschen, wenn ich sie nicht mehr brauche. Und wichtig ist auch die sogenannte Datensicherheit. Das bedeutet, ich muss mir auch darüber im Klaren sein, wie ich die Daten, die ich über Personen verarbeite, auch entsprechend sichere. Grundsätzlich haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Bildungsveranstaltungen an sich die gleichen Rechte wie jeder Betroffene. Also Betroffene ist ja der, dessen Daten verarbeitet werden. Das sind wir im Prinzip alle. Wir haben nur entsprechend verschiedene Rollen. Ich habe als Betroffener ab dem Artikel 12
Datenschutzgrundverordnung verschiedene Rechte definiert. Allen voran das wahrscheinlich Wichtigste ist das Recht auf Beauskunftung. Dann gibt es das Recht auf Löschung, wobei dieses, wenn man es in der Datenschutzgrundverordnung liest, eigentlich sehr eingeschränkt ist, weil wir sehr viele Behaltemöglichkeiten haben. Es gibt dann noch das Recht auf Richtigstellung, was ich in der Praxis nicht ganz so problematisch sehe, beziehungsweise auch das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung. Da geht es darum, wenn ich der Meinung bin, dass die Daten nicht korrekt verarbeitet werden, kann ich mich an die Behörde wenden und die kann dann sozusagen die Datenhaltung einmal, also die Datenverarbeitung einmal einfrieren, bis das Ganze entschieden ist. Es gibt dann auch noch das Recht auf Datenportabilität, wo ich sozusagen die Möglichkeit habe, meine Daten in einem systematischen, maschinenlesbaren Format zum Beispiel auf eine andere Bildungseinrichtung übertragen zu lassen. Das ist meines Erachtens mehr im Bereich Banken- und Telekommunikationsanbieter relevant. Datenschutzbeauftragter ist in der Datenschutzgrundverordnung festgelegt. Es gäbe hier auch sogenannte Freihalteklauseln, das heißt, Österreich hätte die Möglichkeit gehabt, mehr zwingende Voraussetzungen vorzusehen, wo ich wirklich einen Datenschutzbeauftragten brauche, ist in Wirklichkeit nicht gemacht worden, im Gegensatz zum Beispiel zu Deutschland. Natürlich kann ich immer freiwillig einen Datenschutzbeauftragten bestellen. Ich brauche aber in Österreich in Wirklichkeit einen Datenschutzbeauftragten in drei Fällen, nämlich wenn ich eine Behörde oder öffentliche Stelle bin, wenn die Kerntätigkeit meiner Datenverarbeitung die Beobachtung von Personen ist oder wenn die Kerntätigkeit die Verarbeitung von sogenannten kategorisierten Daten ist. Kategorisierte Daten sind jene Daten, die in Artikel 9 Datenschutzgrundverordnung festgelegt sind. Es ist das, was man jetzt unter sensible Daten versteht. Das bedeutet, dass wenn ich eben keine öffentliche Stelle bin, beziehungsweise wenn ich nicht normalerweise mit sensiblen Daten hantiere, ich normalerweise keinen Datenschutzbeauftragten benötige. Die Frage ist wahrscheinlich eher, wo kann man sich zurzeit nicht näher darüber informieren. Es gibt zurzeit so viele Seminare, Informationen, Websites wie noch nie. Meines Erachtens ist die Wirtschaftskammer kein schlechter Anlaufpunkt, beziehungsweise diverse Webinare, diverse Seminare, die es gibt. Was ich auch empfehlen kann, es ist zum Beispiel der Dr. Schwenke, das ist ein deutscher Jurist, der unglaublich viel publiziert, das meines Erachtens auch für Österreich verwendbar ist.